Digga, die elektronische Schülerzeitung. Hallo, ich bin die Ronja von Alex, stehe hier vor dem Gripstheater und schaue mir heute das neue Stück Aus die Maus an. In dem Stück geht es um eine obdachlose Frau, Kippe, die plötzlich auf der Bühne auftaucht, mitten in der Show und dann Teil des Stücks wird. Und wir schauen uns das Stück jetzt mal an. Kippe hat ja tatsächlich mehrere Wochen lang eine obdachlose Frau übernachtet. Was fanden Sie an der Geschichte so spannend, dass Sie sich dachten, oh ja, das muss auf die Bühne, das muss gespielt werden? Also ich bin ja von Haus auf Clown, also ich bin seit 28 Jahren auf der Bühne als Clown und ich fand halt das Mutige, dass der Philipp, neue Theaterleitung, den Mut hatte, mich zu holen, weil das ein trauriges Thema ist und keine Lösungen in Sicht sind. Man hat nicht so die pfannenfertige Lösung für solche Menschen und dass man das mit Humor lösen will und quasi dann bei mir sucht, das finde ich sehr spannend. Und alles, was eine Geschichte zugrunde liegend hat, was mal passiert ist, ist natürlich toll. Ja, was warst du denn für ein Kind? Ich hätte mal ein Glas umkippen können oder so. Wie, haben Sie sowas gemacht? Klar, oder an der Tischdecke so, dass die Mutter auf die Hose von der Mutter klatscht. Warum das denn? Ja, entschuldige mal, wenn ja keiner zuhört, du sagst was, keiner hört zu. Bescheuerte Eltern. Und auch in den Recherchen für das Stück haben Sie doch aber auch mit Obdachlosen geredet und die beobachtet. Und daraus ist ja dann auch letztendlich die Figur der Kippe entstanden. Wie war das da? Also alle wir, die nicht obdachlos sind, haben viel mehr Angst davor, dass die ausfällig werden, als dass sie ausfällig werden. Also es war nie diese Brutalität da oder die Aggression, wo wir uns davor so sehr, sehr fürchten. Es gab Momente, wo es halt abging, aber die waren im Vergleich zu all den vielen Momenten, die gut waren oder wo die Leute freundlich waren oder sich freuten, dass wenigstens irgendwer mal mit ihnen redet, minimal. Der Text für Aus die Maus ist ja zum großen Teil aus Improvisationsübungen mit den beiden Schauspielern entstanden, die sich da eben in ihre Rolle eingefunden haben. Was ist denn das Gute an dieser Art der Textentstehung? Also ich bin großer Fan von runtergeschriebenen Improvisationen, weil wir reden ganz anders, als dass wir Reden erfinden, wenn wir am Schreibtisch uns das denken und überlegen. Jeder Autor hat seine eigene Haut, wir kommen nicht aus unserer Haut raus. Und wenn ich jetzt Thema habe und ich möchte sagen, hey, komm, wir spielen mal beide, es sind zwei Obdachlose plötzlich, dann hast du nochmal eine komplett andere Szene, weil sich jeder das wieder anders vorstellt und das kannst du nicht am Schreibtisch. Das wird unglaublich organisch, wenn du das über Improvisationen löst. Komplett eine andere Geschichte. Ah, das andere hätte mich nicht interessiert. Ist es denn so leicht miteinander vereinbar oder müssen so schwere Themen vielleicht auf der Bühne auch gerade humorvoll verarbeitet werden? Also wenn ich jetzt erzähle, dass das ein ganz schlimmes Stück ist und dass es alles ganz furchtbar ist und es ist richtig schlimm und es ist noch schlimmer, als man sich's denkt, dann irgendwann hörst du auf zuzugucken, weil das hältst du nicht aus, das geht nicht. Also du kannst nicht nur schlimm und schlimm und schlimmere Sachen zeigen. Das ist wie mit warm, wärmer. Irgendwann spürst du nicht mehr, wie heiß es ist, wo du da drin sitzt. Du musst kühlen dazwischen, ab und zu in kühles Wasser steigen und der Humor ist wahnsinnig wichtig zum Atmen. Wenn dir der Atem stockt und du lachen kannst oder klatschen kannst, entspannst du und das bringt Heilung. Und in diesem Stück siehst du Menschen, der Kippe geht es echt schlecht, aber das ist nach wie vor ein Mensch, der lachen und weinen kann. Das hast du immer noch, auch wenn du arm bist und kein Bett hast. Du hast immer noch alle Gefühle der Welt. Das verliert man nicht. Und das zeigen wir. Ja, mir ist ja auch aufgefallen, dass Kippe immer viel fröhlicher war eigentlich als die Maus, obwohl ja ihre Lebenslage eigentlich schlimmer ist. Da kann ich was dazu sagen. Also Kippe ist dadurch, dass sie wahrscheinlich eigentlich auch psychisch ziemlich angeditscht ist, wie viele auf der Straße, die haben psychisch auch ein Problem und sollten eigentlich längst in Behandlung gehen. Die hat sehr kindliche Emotionen.
weil die kann sich nicht ständig um ihren Traum kümmern, sondern die muss gucken, dass sie jetzt gerade noch was zu essen kriegt und die muss gucken, dass sie jetzt was kriegt, damit ihr warm ist. Also die fällt halt auch von einer Emotion in die andere wie ein Kind. Und deswegen ist das Lachen genauso nah wie das Weinen oder das Schreien. Das ist nicht so weit weg voneinander. Es gibt ja die eine Szene am Anfang, als Kipper auch sagt, dass jedes Kind der Kinder im Publikum später mal obdachlos werden kann. Macht das nicht Angst? Oder warum denken Sie denn, sollten sich auch junge Menschen ab 8 Jahren schon mit dem Thema Obdachlosigkeit befassen? Wir sagen doch den Kindern, pass auf, das ist Feuer, da kannst du dich verbrennen. Und warum genau dürfen wir nicht auch sagen, pass auf, halt Sorge, trage Sorge, dass es dir nicht auch so ergeht. Schau zu dir oder guck, dass es dir gut geht. Pass auf. Da geht es ein bisschen um das, jeder kann obdachlos werden. Das sind ganz oft Leute, die haben Schicksalsschläge nicht überlebt. Die sind traurig, weil plötzlich auf einen Schlag die Familie weggebrochen ist durch einen Unfall oder kommen aus dem Krieg zurück und verdauen nicht, dass sie getötet haben oder haben irgendeinen Scheiß erlebt. Es ist nicht immer so, dass das Täter sind auf der Straße. Es sind ganz, ganz oft auch Opfer, die irgendwas, einen Schicksalsschlag nicht verkraftet haben. Und es wäre falsch zu behaupten, uns kann das nicht passieren. Das ist nicht wahr. Und wenn es Angst macht, ist es noch schlimmer, wenn man nie drüber redet, oder? Also ich fand die Vorstellung wirklich super. Wenn ihr schon 8 Jahre oder auch älter seid, könnt ihr euch die Vorstellung selbst ansehen. Am 22. September ist die Premiere und weitere Vorstellungstermine findet ihr auf der Homepage des Grips Theaters auf www.grips-theater.de. Digga, die elektronische Schülerzeitung.